Ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen Unikram erledigt und gleich kommt das Alverde-Magazin. Und ich weiß noch nicht genau, was sie alles bei mir zu Hause machen. Aber ich glaube, die führen ein Interview mit mir, machen ein paar Fotos und deswegen versuche ich mich gerade ein bisschen aufzuhübschen und mir gleich dann auch was Schönes anzuziehen. Und ja, ansonsten ist heute wirklich eigentlich noch Unikram angesagt und ich treffe später noch Kiso und Sophia. Also Sophia und Thiel, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen zum Abendessen. Ja, und ansonsten habe ich Karneval gut überstanden. Ich liebe das halt wirklich einfach sehr und ja, muss aber wirklich die anderen Tage jetzt viel für die Uni machen. Aber auch nochmal zu dem Alkoholthema. Ich habe das wirklich so gemacht, dass ich dann nichts getrunken habe. Und dann konnte ich auch immer morgens bis mittags und nachmittags viel für die Uni erledigen. Und abends habe ich dann einfach so bis 10 immer noch mitgesungen und getanzt. Und das war dann ganz okay, würde ich sagen. Aber ja, genug geredet erstmal. Und ich ziehe mir jetzt mal was Schickeres an. Und jetzt mache ich gerade noch das Thumbnail fertig für mein Video, was ihr dann jetzt schon auf meinem Kanal sehen könnt. Und ihr seht vielleicht hier mal, wie viel Arbeit sowas sein kann, wie viele Ebenen man hier irgendwie hat. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das dann so lassen möchte oder ob ich noch irgendwas ändere von den Effekten. Zum Beispiel könnte man auch hier bei dem Make-up, dass dann hier keine Kontur mehr ist oder kein Schatten. Ja, nur damit ihr das mal gesehen habt. Ist jetzt mein Outfit. Das ist einfach so ein Pulli, den habe ich von 1000 fliegende Fische geliehen. Den muss ich wieder zurückbringen. Aber der ist wirklich sehr cool. Und dann einfach so eine weite Shorts. Sowas liebe ich wirklich über alles. Und das ist auch sehr kuschelig. Vor allem draußen schneit es einfach. Und dafür passt das, glaube ich, ganz gut noch. Mittlerweile sind jetzt die Leute vom Alverde-Magazin weg und die waren wirklich so sympathisch. Also es war richtig cool. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Unikram erledigen. Später kommt doch nochmal Lea vorbei, denn wir hatten ja letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte ich euch auch im Vlog gezeigt, so Fotos gemacht. Und da müssen wir aber nochmal was neu machen. Das ist manchmal doch ein bisschen ärgerlich, auch wenn man sich so viel Mühe gibt. Dann gefällt es trotzdem nicht immer allen. Aber kriegen wir schon hin. Und ja, mehr steht jetzt erstmal gar nicht an. Das mit dem Alverde-Magazin könnt ihr dann übrigens im Mai lesen, soweit ich weiß. Und ich glaube, das wird echt ein sehr schöner Artikel, hoffe ich mal. Gerade bei Humana. Ich wollte nämlich morgen mit Lea noch so schöne Fotos bei dem Schloss machen. Und wir dachten, vielleicht finden wir hier so ein Secondhand-Kleid, was man dann da anziehen kann, weil die haben hier super viele Vintage-Sachen. So, das finde ich auf jeden Fall schon echt schön. Aber dem fehlt so ein bisschen der Pep irgendwie. Da hatten wir noch ein anderes, was euch ein bisschen cooler war. Aber guck mal, naja gut, das ist mehr so ein Plissé-Rock. So, wir sind jetzt essen und Kiso ist schon hier, weil wir warten noch auf Sophia. Die ist immer noch nicht da, aber die bringt auch ihr eigenes Essen mit. Jetzt übrigens Sophia und sie hat wieder vorgekocht. Also was gibt es bei dir? Kartoffeln mit Brokkoli, Aubergine, Zucchini und Gurke. So, ich bin jetzt schon mal ein bisschen mehr fertig gemacht für den Tag. Ich habe wieder den Morgen einfach am PC verbracht und heute wollte ich nochmal mit Lea ein paar Fotos machen, aber draußen, weil ich in letzter Zeit das Gefühl hatte, mein Instagram war zu sehr girly und drin und rosa und ich möchte ja auch immer noch sehr viel ich bleiben und deswegen
auch rausgehen, weil ich das irgendwie am coolsten finde, zum Fotos machen. Und wir waren gestern noch bei Humana, weil wir danach so ein paar coolen Sachen noch geguckt haben. Ich wollte auch, weil ich demnächst noch was zum Thema Abibälle mache, schauen, ob man da vielleicht sogar ein hübsches Kleid findet. Und oh mein Gott, also die ihr gestern gesehen habt, die, also da habe ich noch viel schönere gefunden. Aber ich wollte euch eine Sache zeigen. Und da habe ich da diesen Gürtel gefunden und ich dachte, der ist wie für mich gemacht. Der hat einfach so West Highland Terrier drauf und das ist so ein High-Waisted-Gürtel oder so ein Taillengürtel. Und ja, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich gehe übrigens hier in Köln richtig gerne zu Humana, da fragen mich immer viele nach. Dann auch zu Entlarv, der ist auf der Zülpicher Straße. Ja, das sind so die liebsten Läden. Und dann gibt es auch noch viel so um die Ehrenstraße herum, so Designer-Vintage-Läden. Aber die waren mir bis jetzt immer zu teuer, dass ich da wirklich was mitgenommen habe. Dann habe ich auch noch das Kleid mitgenommen. Das sieht jetzt hier nicht so schön aus, aber das ist relativ eng und hat noch so einen Schlitz. Ja, und das, ach, das sieht so cool aus. Ich dachte da so richtig an so ein Grungy-Girl, was Abiball macht. Und ja, auch wenn ich mal eine schickere Veranstaltung habe, glaube ich, dann kann ich das richtig cool stylen. Und ich mag einfach Secondhand-Klamotten so gerne, weil die irgendwie so eine Geschichte erzählen immer. Und ja, deswegen. Achso, stimmt, eine Sache habe ich auch noch mitgenommen, die zeige ich euch auch nochmal. Okay, ich glaube, viele finden es richtig schlimm. Der fand die auch nicht toll. Das ist so eine Jacke mit so Fake Fur. Und dann hat die doch so ein Leo-Innenfutter und ist aus Jeans. So. Das ist jetzt natürlich nicht so eine coole Kombi. Aber ich finde die irgendwie ganz cool. Kann man halt hier auch noch so zumachen. Ja, aber ihr könnt mir auch mal sagen, ob ihr noch mal mehr zum Thema Secondhand sehen wollt. Generell, das kann ich euch auch nochmal sagen, ich arbeite schon so länger auch mit einem ziemlich coolen Startup zusammen und zwar heißen die Prelovee. Die machen auch, beziehungsweise die sind ein Online-Marktplatz für Secondhand. Also wenn ihr jetzt bestimmte Sachen sucht, könnt ihr das bei Prelovee einfach finden und die bündeln ganz viele Secondhand- und Vintage-Online-Shops. Und das ist wirklich eine richtig coole Sache, weil man da halt auch alles Mögliche finden kann, von ganz normalen, günstigen Klamotten bis hin zu Designersachen. Ich packe euch das auch sehr gerne in meine Infobox. Für alle, die vielleicht jetzt nicht Secondhand-Läden bei sich in der Nähe haben, weil online kann man auf jeden Fall auch immer ein paar ganz coole Sachen so entdecken. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen zur Post bringen. Und dann treffe ich noch Lea kurz und wir machen ein paar Fotos. Aber dann wollen wir auch zusammen einfach ein bisschen Unikram erledigen, weil sie studiert ja auch und ja, ich habe jetzt auch nochmal hier einen Trenchcoat angezogen. Ich sehe ein bisschen aus wie so eine Pfadfinder-Oma, finde ich gerade, aber es gibt Schlimmeres. So, wir haben uns jetzt hier eine schöne Location ausgesucht. Wir sind hier, ja, bei diesem Schlösschen in der Nähe vom Dom. Ich glaube, da könnt ihr den Dom sehen. Und hier wollen wir jetzt noch mal ein paar Fotos machen. Ich habe gerade schon hier ein hübsches Kleid an, weil ich habe euch ja heute schon so ein paar Secondhand-Kleider gezeigt, aber ich werde auch für C&A ein paar Abiball-Kleider shooten und das ist eins davon, das sieht bestimmt im richtigen Style noch schöner aus. Und meine Etikettebox ist wieder gekommen. So, mal schauen, was hier drin ist. Also, Karotten. Ja doch, das ist Ingwer, ne? Ich glaube auch, hätte ich halt auch gedacht. Ja, riesiger Ingwer. Vielleicht Kartoffeln. Und dann sind hier wieder Orangen, Kartoffeln. Was ist das denn? Ist das ein Bananenapfel? Ja. Echt? Ja, und
Ich glaube, das ist noch Schwarzwurzel oder was? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier für ein Rezept? Ah ja, gebratene Schwarzwurzel mit Granatapfel. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich habe noch nie Schwarzwurzeln gehört, gesehen. Aber ich glaube, wenn man die schält, sind die eigentlich weiß so. Waschen und schälen, ja. Seht ihr, ich lerne hier mit dieser Box noch Gemüse kennen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ihr seht, ich sehe leicht fertig aus. Heute war aber doch ein anstrengender Tag. Ich hatte noch so ein relativ herausforderndes Telefonat, wo ich irgendwie Design Thinking am Telefon erklären musste. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und dann war ich noch beim World Business Dialogue bei den Leuten. Na, das ist ja dieser Uni-Kongress, wo ich so ein bisschen mithelfe. Und da haben wir geschaut, welche Presseleute wir noch anfragen können. Und ich kenne ja auch so ein paar Pressemenschen, die da vielleicht für passen würden. Und jetzt war ich heute wirklich sehr faul und habe mir Essen bestellt. Ja, musste heute mal sein. Ich habe wirklich in letzter Zeit selten bestellt und mehr gekocht. Aber manchmal, ja, möchte man einfach Essen bestellen und zu Hause gammeln. Und ich werde jetzt noch weiter an meiner Bachelorarbeit sitzen und so die Details final machen und so. Ich hoffe, ich habe das dann wirklich nächste Woche rum. Also ich muss sie ja auch bald abgeben. Und dann kann ich euch auch noch mal ein bisschen mehr erzählen, wenn ihr wollt. Obwohl ich bin kein gutes Beispiel. Aber ja, ich glaube, das war es jetzt auch tatsächlich mit diesem Vlog. Ich werde vielleicht heute noch irgendwie Freunde treffen, aber mal schauen. Und morgen geht's mit meiner besten Freundin nach Frankfurt zu Capital Bra. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Oder Abend. Und wir sehen uns ja im nächsten Vlog wieder. Und ja, hört euch gerne meinen Podcast an. Der war auch sehr persönlich diese Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.